So, meine Freunde, willkommen zurück zu Part 2 von Pokémon Alpha Saphir mit mir, dem Regi. Und in der heutigen Episode haben wir natürlich, oder in der letzten Episode, haben wir auf Route 103 stehen geblieben. Und heute geht es weiter. Und zwar sollten wir auf der Route 103 die liebe Maike finden. Und die liebe Maike, die wartet dort schon auf uns. Die haben wir gesehen. Und die ist Winkel! Süß, Winkel. Ja, ich habe kurz überlegt, ob ich Winkel nicht eventuell auch noch ins Team nehmen soll, aber da dachte ich mir, Winkel, ich weiß nicht. Ist natürlich ganz cool. Viele Leute unterschätzen das Pokémon, obwohl ich eigentlich Pelipper echt gut finde. Vor allen Dingen in-game. Also das Ding, wenn man es richtig spielt, dann kann man eigentlich mit Winkel schon nichts falsch machen. Acker mit Pelipper. Aber ich glaube, für dieses Let's Play wollte ich jetzt mal nicht das Ding nehmen. Ich glaube, ich habe seine Fake-Form sogar mal im Team gehabt. Wer kennt alles noch Möwenpick von euch? Naja, das war gute Zeiten. Aber heute mal nicht. So, was mit dir? Wenn du das Schiebepad nur leicht bewegst, kannst du auf Zehenspitzen gehen. Während du dich auf Zehenspitzen fortbewegst, werden Pokémon nicht mehr so leicht auf dich aufmerksam. Das habe ich in einem Buch von Professor Berg namens das ABC der Feldforschung gelesen. So, kann ich euch mal zeigen, wenn man da nämlich auf dem Schiebepad ganz leicht nach rechts drückt, schleicht der Charakter. Und das wird insbesondere später für diverse andere Sachen wichtig, aber dazu kommen wir bestimmt noch. So, 103, das wissen wir. Und wir sind... Moment, wie viele Tränke haben wir? Gucken wir einfach mal im Beutel nach. Ich habe satte... Boah! 11 Tränke. Heiliger Bimbam. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so viele sind. Ich würde sagen, was ist das denn? Ein kleiner Teich. Egal, wir sind auf Route 7 oder Level 7 und deswegen können wir jetzt, glaube ich, schon mal gegen Maike, ja, oder Maike ansprechen. Ich will jetzt nicht spoilern, was passiert, ne, aber ja, warten Sie einfach mal ab. Mal überlegen, was für Pokémon findet man auf Route 103 nochmal? Ach, diese Theme. Oh, hi, Regi. Oh, ich sehe schon, mein Vater hat dir ein Pokémon geschenkt, was? Einen besseren Grund, um gegeneinander zu kämpfen, gibt's nicht. Komm, ich gebe dir einen Vorgeschmack auf das Leben als Trainer. Let's go, Maike! Du gegen mich! Battle of the Trainers! So, erstmal hier schön die Haarsteife machen, ne? Ich weiß. Ach, und dieser Rival und diese Rivalenmusik an sich. Sehr schön. Und sie hat natürlich ein Flammy-Team, das wissen wir. Flammy, das komische Ding da. Das komische Ding, aber es ist ein Flammy. So, das Ding ist jetzt gerade, wir haben ein Minus-Angriffswesen. Wir haben, glaube ich, nur 9 Angriffe und das ist ziemlich schlecht. Das heißt, wir müssen in diesem Kampf jetzt erstmal mit Silberblick arbeiten. Silberblick senkt halt die physische Verteidigung von diesem Flammy. Und das heißt, wir machen mit einer Attacke wie Pfund dann gleich mehr Schaden. Das heißt, wir haben jetzt die gegnerische Defensive um 50% gesenkt, was einer Stufe entspricht. Und wir wollen weitermachen. Ein zweiter Silberblick garantiert uns jetzt nämlich, dass wir 100% mehr Schaden machen. Also das Doppelte. Und das heißt, wir sollten dieses Flammy jetzt eigentlich mit 3 oder 4 Schlägen jetzt eigentlich down bekommen, oder? Testen wir erstmal aus. Pfund macht, jawohl. Solider 3-Hit KO. Da haben wir nämlich letztendlich sogar Züge gespart. Hätte ich jetzt nämlich dieses Flammy 6-mal angegriffen, dann hätten wir, glaube ich, sogar einen Zug mehr gebraucht. Und so brauchen wir jetzt halt einen Zug weniger. Ist ja auch was Schönes. Ja, man muss natürlich zwischendurch mal in Betracht ziehen, dass man auch noch einen Volltreffer landen kann. Also, dass man den Gegner critten kann. Aber darauf verlassen sollte man sich natürlich nicht. So, dann wird jetzt relativ safe Flammy besiegt. Und Flammy, das war's für dich. 66 Erfahrungspunkte und kein Level-Up. Schade. Ach, Maike. Du musst doch viel lernen. Wow, das war spitze. Hey, du bist ja ein echtes Naturtalent. Naturtalent? Sie hat Naturtalent gesagt. Das war ein toller Kampf. Danke dafür. Warte mal eben. Ich heile eben unsere beiden Teams. Teams? Wir haben nur ein Pokémon. Aber gut. Dein Team wurde vollständig geheilt. Ich glaube, ich weiß jetzt, warum mein Vater so viel von dir hält, dass er dir sogar ein Pokémon gegeben hat. Du hast dein Pokémon noch nicht sehr lang, aber es hat dich schon total gern. Das sagt doch schon alles. Mit jemandem wie dir will bestimmt jedes Pokémon befreundet sein. So, ich bin mit meiner Forschungsarbeit fertig. Es wird langsam Zeit, ins Labor zurückzukehren. Komm, lass uns zurückgehen. Ja, Jod. Also, ich habe halt ein mäßiges Gegaber und ich glaube, das ist der Grund, warum ich mein Pokémon so mag. So, es gibt nämlich noch eine kleine Funktion, aber die gibt es, glaube ich, jetzt gerade noch nicht. Dazu kommen wir höchstwahrscheinlich jetzt gleich in dem Part noch dazu. So, jetzt heißt es erstmal wieder zurück zu Professor Berg nach Wurzelheim. So, was geht mit dir? Hier lang, Regi, lass uns schnell zurückgehen. Ja, hopp. Schnell, schnell, schnell zurück. Zurück nach Professor Wurzelheim. Professor Wurzelheim war falsch, aber zurück nach Wurzelheim. Zu Professor Berg. So, Professor Berg, da wären wir. Was gibt's? Hey, Regi, hier drüben! Okay. Was will der Professor uns denn jetzt geben? Mit seinem Kanisterkopf.
Wie ich gehört habe, hast du Maike im Kampf besiegt. Ich bin beeindruckt. Sie hilft mir schon sehr lange bei meinen Forschungen und deswegen hat sie schon viel Erfahrung als Trainer. Hier, diesen Podex hatte ich zu Forschungszwecken bestellt, aber ich glaube, bei dir ist der besser aufgehoben. Wir halten jetzt nämlich auch noch unseren Pokédex und der Pokédex ist ein hochmodernes Gerät, das automatisch Daten zu allen Pokémon erfasst, die du siehst oder fängst. Maike geht nie ohne ihren aus dem Haus. Sie kommt nicht oft bei der Feldforschung. Moment, sie kommt mich oft bei der Feldforschung besuchen, wenn ich ein seltenes Pokémon in den Pokéball gegangen ist, um mir den Eintrag im Pokédex zu zeigen. Auf dich warten Begegnungen mit vielen Menschen und Pokémon und Natur, soweit das Auge reicht. Es würde mich sehr freuen, wenn sich durch diese Erfahrung dein Horizont erweitern würde. Und wenn du dabei noch fleißig deinen Pokédex füllst, wäre das natürlich noch besser. Am meisten würde es mich aber freuen, wenn du mich ab und zu besuchen kommst und mir zeigst, wie du vorankommst. Ach, da bekomme ich gleich Lust, mich selbst sofort in die nächste Feldstudie zu stürzen. Jetzt hast du auch noch deinen eigenen Pokédex, Regi. Genau wie ich. Das freut mich für dich. Dann kannst du das hier sicher gebrauchen. Hier ein paar Pokébälle, um wilde Pokémon zu fangen. Pokebälle! Vielen lieben Dank, Maike. Pokebälle wurden in der Itemtasche verstaut. Ich habe einen nützlichen Tipp für dich als Anfänger. Pokémon, die in einem Kampf mitgekämpft haben, bekommen sogar den Erfahrungspunkte, wenn du das wilde Pokémon, gegen das sie gekämpft haben, fängst. Aber das ist irgendwie auch logisch, oder? Der Trainingseffekt bleibt schließlich derselbe. Ach übrigens, ich habe vor, eine Reise zu machen. Sobald ich hier fertig bin, verlasse ich Wurzelheim. Ich bin schon gespannt, wie ein Flitzebogen, was für Pokémon ich unterwegs begegnen werde. Geben wir beide unser Bestes, Regi. Also, wenn du die Stadt verlässt, dann will ich die Stadt ehrlich gesagt auch verlassen. Also, hopp! Ich meine, wir haben jetzt auch noch Pokébälle und wir könnten uns jetzt gleich sogar unser erstes Teammitglied fangen. So, Moment. Wir wollen die Stadt verlassen und... Warte, Regi! Anne, bist du es? Liebe Mama, ja, es ist meine Mutter. Hast du schon mal Professor Berg vorbeigeschaut? Oh, was für ein süßes Pokémon. Hast du das von Professor Berg bekommen? Toll. Du kommst wirklich genau nach deinem Fati. Ja, Fati. Das hatten wir schon in der letzten Episode. Gut siehst du aus mit deinem Pokémon. Kaum zu glauben, dass du jetzt dein eigenes Pokémon hast. Vati ist bestimmt überglücklich, wenn er das hört. Aber sei unterwegs bitte immer vorsichtig. Wenn irgendetwas passiert, kannst du jederzeit wieder nach Hause kommen. In Ordnung? Also los, Schnapp, Schatz. Schnapp sie dir alle. Schnapp sie dir alle. Gotta catch up all Pokémon. Sorry, das musste gerade raus. Also bis dann, Mama. Ich passe auf mich auf. Meine Wäsche wird natürlich jeden Tag gewechselt. Immer schön die Unterwäsche jeden Tag wechseln. Wir wissen es spätestens seit Ash und was? Regi! Hier, das ist von meinem Papa. Das wollte ich dir eigentlich vorhin schon geben. Dein Poké-Multi-Navi wurde erweitert. Die Pokédex-Navi-Funktion wurde hinzugefügt. Durch dieses Update wurde dein Poké-Multi-Navi um die Pokédex-Navi-Funktion erweitert. Damit kannst du unter anderem für jede Gegend Informationen zu den dort lebenden Pokémon abrufen. Das ist eine extrem praktische Funktion, besonders wenn du dir alle Pokémon schnappen willst. Na schön, dann benutze ich am besten auch gleich mein Pokédex-Navi und gehe auf die Suche nach Pokémon. Regi, versuch doch in der Zwischenzeit mit den Pokébällen, die ich vorhin übergeben habe, ein paar Pokémon einzufangen. Das ist ehrlich gesagt die Funktion, auf die ich mich sehr freue. Und, Moment, was ist das? Das ist jetzt der Pokédex-Navi und der zeigt uns Schattierungen von Pokémon, die es hier gibt. Und wir sehen Wompel, wir sehen Zigzags und ein Pokémon hier haben wir noch nicht gesehen. Okay. Das finde ich sogar ziemlich episch und... Hey, Regi, hier drüben! Ja, was ist das denn? Sieh mal, da drüben! Ein wedelnder Schwanz! Ein klares Zeichen dafür, dass es dort ein Pokémon versteckt hält. Okay, und nun? Doch damit nicht genug! Denn laut Pokédex-Navi verfügt es über eine seltene Attacke. Echt? Regi, versuch doch mal, dich dem Pokémon ganz langsam zu nähern. Durch leichtes Bewegen des Schwebepads kannst du dich einem Pokémon auf Zehenspitze nähern. Das hatten wir schon. Das habe ich zumindest in deinem Handbuch gelesen. Okay, dann nähern wir uns jetzt mal. Noch ein kleines Stück Regi weiter. Näher dich dem Pokémon, aber ganz langsam. Mhm, das wissen wir schon. Also ganz langsam nähern wir uns dem Pokémon. Sieht ganz nach einem. Das Pokémon ist das. Ich weiß, was Pokémon ist. Und dieses Pokémon kommt auch in mein Team. Das kann ich euch jetzt schon spoilern. Es ist nämlich ein Fifien. Und ich wusste gar nicht, dass es eine besondere Attacke kann. Aber die Tatsache, dass es eine besondere Attacke kann. Macht es sogar noch verlockender fürs Team. Genau, ich wollte einen Magnein benutzen. Aka ein Fifien. Und Donnerzahn. Wie geil ist das denn? Das ist ja mal echt geil. Krass, mit Donnerzahn hätte ich nie gerechnet. Bei Fifi war das Problem immer, dass es in der dritten Gen, keine guten physischen Movepool hatte. Meiner Meinung nach. Oder generell keinen guten Movepool.
Hier kann es aber, wie wir sehen, mehr Gebrauch von Crunch machen, weil es ja jetzt hier in dem Spiel physisch ist, also Knirscher. Und auch Donnerzahn kann das Pokémon. Oh, dann werden wir es auf jeden Fall fangen. Was ist denn da los? Hallo? Wenn ich die Möglichkeit habe, ein Pfiffchen mit Donnerzahn zu fangen, hallo? Dann lasse ich mir das doch nicht entgehen. Ist es jetzt bei anderen Pokémon auch so, dass sie dann Zuchtattacken haben? Wie geil ist das denn? Grün erhält 40 Erfahrungspunkte, erstmal Level Up für ihn. Dann hätte er jetzt nicht auch einen neuen Move. Plus 2 Switch Server. Was? Warum plus 2? Egal. Nee, leider kein Level Up. Aber für Pfiffchen wurde ein Pokédex-Eintrag angelegt. So, wie sieht das jetzt hier? Och, das sieht sehr schön aus. Registriert. So. Pfiffchen ist ein Allesfresser. Auffällig an diesem Pokémon ist das Verhältnis zu seiner Körpergröße zur Länge seiner Zähne. Es versucht, Feinde einzustüchtern, indem es die Haare an seinem Schweif abstehen lässt. Und wie wir sehen, aber wir können auch ranzoomen und rauszoomen, wir können drehen. Ach, boah, das... Boah. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe hier Neuerungen, die zwar eher von ästhetischer Natur sind, aber die sind echt episch. Hier nochmal der Ruf. Das Krü- Ah, wie süß, das Pokémon kann sich bewegen. Guckt euch das mal an, wenn man hier auf X drückt. Dann schüttelt es sich oder bewegt es sich. Man kann das Pokémon anhalten. Ah, cool. Also ganz ehrlich, ich muss sagen, das ist echt geil. Also haben sich richtig viel Mühe gegeben, mein Pokédex. Möchtest du Pfiffchen einen Spitznamen geben? Natürlich. Es ist ein männliches Pfiffchen und... ja. Ich brauche jetzt einen guten Spitznamen. So, Pfiffchen ähnelt irgendwie einem Hund. Ich kann es natürlich Wolfie nennen. Wolfie. Oder Wolfion. Wolfion wäre auch eine Option. Also es ähnelt einem Wolf. Ne? So ähnlich. Es sieht schon ein bisschen aus wie ein Wolf. Wolfion, finde ich, ist auch ein guter Name. Ein prächtiger Name. Also Wolfion, willkommen im Team. Und irgendwie sagt der Name was. So, stopp. Also hier gibt es Pfiffchen. Ah, cool. Seht ihr das? Also die Pokémon werden uns tatsächlich unten angezeigt. Das ist verdammt geil. Gucken wir uns doch mal Wolfion an, was das Pokémon so kann. Es hat ein neutrales Wesen. Habe ich ja in der letzten Episode schon erklärt, woher ich das weiß. Angsthase als Ability. Donnerzahn und Yowler. Nicht schlecht. Also da hätten wir jetzt schon unser zweites Teammitglied. Das freut mich. Und wenn ich ehrlich bin, mit Maike will ich gerade nichts zu tun haben. In Rosalstadt gibt es keine Pokémon, das wissen wir. Wie sieht es denn aus mit der Route 103? Gibt es hier denn irgendwelche interessanten Pokémon? Ich sehe hier Winkern und Zickzacks und wie gesagt, ich werde jetzt hier einfach mal die Augen aufhalten nach einem Zickzacks. Denn wir wissen alle, Zickzacks ist mit einer der besten VN-Sklaven überhaupt in der ganzen Pokémon-Historie. Das Ding klaut erstmal Items mit seiner Ability-Mitnahme. Das kann Zerschneider, das kann Zertrümmerer, das kann Stärke. Und es kann doch noch mehr, oder? Ne, ich glaube, das war... Surfer kann es auch noch, genau, Surfer kann es auch noch. Und das... Oder auf das Pokémon freue ich mich schon riesig. So, erstmal klatschen wir jetzt hier ein Pfiffchen weg. Ja, vielleicht wäre es besser, wenn wir jetzt mal unser eigenes Wolfion nach vorne packen. Wolfion, Dude! Wir brauchen dich! Oh, Wolfion. Zack, nach vorne. Ich könnte sogar jetzt einfach mal einen Trank dahinterher schmeißen. Der Grund, warum ich auch noch Wolfion jetzt hier vorne habe, ist, weil es hier Wingull gibt. Und Wolfion sollte mit Wingull kurzen Prozess machen. Und außerdem möchte ich gerne Wolfion gerade noch ein bisschen trainieren. Aber ein Zigzag darf nicht fehlen. Ist halt eins der Pokémon, die wirklich, wie gesagt, am besten sind, besonders im Early Game. Einfach auch wegen Mitnahme. So, da haben wir eins, ein Zigzag. Das heißt also kein Training für Wolfion, denn dieses Zigzag wird jetzt gefangen. So, du könntest mir jetzt aber einen kleinen Gefallen tun, Süßer. Du kannst jetzt nämlich die Zigzags gerne paralysieren mit Donnerzahn, wenn das geht. Ja, es geht, aber jetzt er hat es leider nicht gemacht. Egal. So, Zigzags. Ich würde sagen, ich fange dich jetzt einfach mal ein. Ja, ich fange dich ein. Stimmbruch, hey. So, wir fangen dich jetzt ein. Und du bleibst jetzt mit dem Pokéball. 1, 2, 3. Okay. So, damit hätten wir das Teammitglied gefangen. Zigzags wurde gefangen und Zigzags kriegt jetzt auch gleich mal einen Namen. So, Pokédex-Eintrag wird auch noch angelegt. Und was steht jetzt hier so? Als 6-Eintrag? So, Zigzags. Erstmal hier 40 cm groß, 14,5 kg schwer. Und das Haar auf Zigzags Rücken ist struppig. Es reibt seine Rückenborsten an Bäumen, um sein Revier zu markieren. Okay. Dieses Pokémon stellt sich im Kampf schon einmal tot, um seine Feinde reinzulegen. Was ist das denn? Es stellt sich tot, um seine Feinde reinzulegen. Ein gewieftes Pokémon. So, und es braucht natürlich auch noch einen Namen.
Früher habe ich meine Zigzags immer gerne so genannt. Ich hab's nämlich gerne. Na, das ist Slave. Slave ist falsch. Slave genannt. Einfach Sklave auf Englisch. Slave, ihr wisst Bescheid. VM-Sklave. Dann haben wir es nicht zulässig. Was? Da müssen wir uns wohl wirklich so machen. Wenn das geht. Das funktioniert, okay. Ihr habt gesehen, der Name war nicht zulässig. Das heißt also, Nintendo oder Game Freak hat den sperren lassen. Was ich sehr schade finde. Muss nicht sein, nee. Aber da hätten wir jetzt wenigstens Slave. Oder Slave. Völlerei, okay. Ist das nicht die Hidden Ability? Ich glaube, das ist die versteckte Fähigkeit, Völlerei. Ah. Das ist aber falsch. Ich wollte jetzt eigentlich eins mit Mitnahme haben. Hey, was ist das denn? Ach, egal. Dann nehme ich halt eins ohne Mitnahme. Wenn das sein muss. Aber wir können jetzt hier auch in die neue Richtung, neue Route aufmachen. Nämlich Route 102. Was gibt es denn hier so für Pokémon? Können wir das analysieren? Ach, das wird analysiert. Nee. Wird nicht analysiert. What? Wingull? Ach so. So, zurück zum Pokédex. Nee, stopp. Moment. Ich muss mich damit gerade erstmal vertraut machen. Also, ich stelle mich hier gerade ein bisschen blöd an. Aha, das hätten wir. Gehen wir mal zurück. Ich möchte ehrlich gesagt aber die Pokémon auf der Route jetzt hier haben. Nee, das ist doch die Route 102. Gibt es hier nur zwei Pokémon? Tatsache. Hier scheint es wirklich nur diese zwei Pokémon zu geben. Zigzags und Geradax. Nee, da oben gibt es noch eins. Da oben links, seht ihr das? Im Baum irgendwie. Ist das... Hey, was ist das denn? Ah, das sind Zigzags. Ein verstecktes. Aber mit dem will ich nichts zu tun haben. Verschwinde. Können wir das auch verscheuchen? Hau ab! Ja, ist okay. Verschwindet. Okay. Da machen wir uns auch auf in Richtung ersten Trainerkampf. Also ersten richtigen. Nicht so mit Maike Sparring und so. Gegen ein Teenager. Wer Pokémon dabei hat, gilt offiziell als Trainer. Deshalb musst du jetzt gegen mich kämpfen. Ich fordere dich nämlich heraus. Okay, let's do this. Erster richtiger Kampf gegen Teenager Ansgar. Den muss man natürlich auch kennen. Teenager Ansgar. Der erste Trainer überhaupt in RSS. Also Rubin, sag ich jetzt mal. Teenager Ansgar. Und er hat gleich auch mal einen Zigzag auf Level 4. Nicht gerade ein schwaches Zigzag, glaube ich. Und wir sollten aber... Oh, also Donnerzahn richtet hier schon verheerenden Damage an. Und ganz nebenbei hat Pfiffchen doch eben der... Pfiffchen hat eben doch hier Erfahrungspunkte bekommen. Was erzähle ich da? Ja, er hat das Pokémon gefangen. Das ist ja seit X und Y und so. Ja, gut, dass ich jetzt auch mal weiß. So, das war gerade ein Speed-Teil. Das heißt, es wird 50-50 entschieden, wer beginnt. Haben wir daran gesehen, dass wir in der ersten Runde schneller waren, in der zweiten Runde war Zigzag schneller. Ohne irgendwelche Einwirkungen. Und, ja. Ansgar, das war's für dich. Rip in pieces, würde ich sagen. Und das, ich weiß, das heißt Rest in Peace, aber ich sage Rip in Peace. Hör mal, du hättest mir vorher sagen sollen, dass du so stark bist. Ich bin stark. Was ist das? Ey, das ist ein Pokémon. Was ist das denn? Das wird mir auf der Karte nicht angezeigt. Was ist das? Was ist das für ein Pokémon? Ich will es sehen. Oh Mann. Es ist ein Lotwurzel. Ach, ein lustiges Lotwurzel. Hat das auch wieder so einen Special Move? Ja, ich weiß ja nicht, aber ich will das Ding fangen. Also es kommt nicht ins Team. Kann ich euch sagen. Wir haben ja schon ein Pflanzen-Pokémon. Und Lotwurzel wäre ganz interessant. Wegen seines Wassertypens. Aber wie gesagt, der Pflanzentyp, wir haben schon einen. Und ich möchte da ehrlich gesagt nicht noch einen ins Ziel nehmen. Aber dieses Lotwurzel fange ich gerne. Also ich wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht. Dann könnten wir mal sehen, ob jedes dieser Pokémon, die wir dann so encountern, wie soll ich sagen, einen Special Move hat. Wie jetzt halt das Fifi mit Donnerzahn. So, außerdem erhalten wir ja trotzdem Erfahrungspunkte, auch wenn wir es fangen. Und das ist echt gut. Das ist so eine kleine Motivation. So, 31 Erfahrungspunkte und Wolfio Level 6. Ach, ist das schön. Nicht schlecht, hier spricht. Und für Lord Ozel wird ein Dex-Eintrag bereitgelegt. Lord Ozel, das Blatt-Pokémon. Ne, die Wasserlinse. Weiblich. Lord Ozel soll... Ich muss es mir schon nicht machen. Lord Ozel soll einige Zeit an Land verbracht haben, aber ins Wasser zurückgekehrt sein, weil das Blatt auf seinem Kopf so groß und schwer geworden ist. Nun lässt er sich auf dem Wasser treiben. Ja, das war in Ordnung. Kann man besser machen. So, check dich mal ein bisschen. Genau, so finde ich gut. Beweg dich mal ein bisschen und Lord Ozel einen Spitznamen geben. Ja, es ist weiblich. Wir nennen es Blatt. Blatt ist, glaube ich, ein guter Name.
So, und ich kann jetzt gleich auch mal sehen, ob das Ding irgendeinen neuen Move hat oder irgendwie sowas in der Art. Wassertempo, nee, das nee. Oh mein Gott. Wobei, nee, Moment, das Wesen ist kacke. Taumeltanz, ja gut, okay. Diese ganzen Pokémon, die wir dann so encountern, die können dann halt einen Zuchtmove. Ob der dann random ist oder fix vorgegeben. Okay, das wusste ich. Das ist echt geil gerade. Das ist echt cool. Es gibt noch ein Pokémon hier, seht ihr das? Oben links der Schatten im Pokémon-Navi. Im unteren Bildschirm, egal. Hoppla, unsere Blicke haben sich getroffen. Das heißt, dass ich meine Käfer-Pokémon gegen dich antreten werden lasse. Nee, das war falsch. Das war eine Käfer-Pokémon, gegen dich antreten werde. Nee, egal. Baldur! Ja, den Baldur kennen wir auch. Und wisst ihr, was der Baldur benutzt? Exakt! Baldur benutzt nämlich ein Wompel. Wompel. Okay, Wompel. Level 4. Da habe ich jetzt auch, wie gesagt, keine Angst. Wolfion sollte das super regeln mit einem Donnerzahn. Eventuell sogar zwei Donnerzähnen und... Ach, ja. Ein Pfiff hier mit Donnerzahn ist schon was Feines. Ist deutlich besser als Tackle. Hat halt den höheren Basisschaden. Und wenn... Ja, stimmt, ne? Ja, doch, Pfiffchen kann jetzt auch von Biss besser Gebrauch machen, weil es halt jetzt physisch ist. Ach, wie geil ist das denn? Autsch, verloren! Ja, geh mal weiter hier. Käfersammel, was ist los mit dir, ja? Unglaublich. Was ist das? Das ist wieder ein unbekanntes Pokémon. Oh, verdammt, da bin ich jetzt gerannt. Das war falsch. So, was mit dir? Ey, du. Ich fange mir jede Menge Pokémon, jawohl! Okay, was mit dir? Auch wieder so ein Käfersammler, ne? Ich bin zu klein! Ich versinke regelmäßig im hohen Gras! Ah! Manchmal gerät sogar ein Grashalm in meine Nase und... Ha! Hatschi! Ja, Gesundheit. Besser als Krankheit. So, Beeren gibt's hier natürlich auch. Pirsif-Beeren, die pflücken wir jetzt einfach mal. Du hast zwei Pirsif-Beeren geerntet und der Pirsif... Oder die Pirsif... Ne, du hast die Pirsif-Beere... Du hast die Pirsif-Beeren... Moment. Du hast die Pirsif-Beeren-Ernte beendet. Der Lehmboden ist wieder weich. Ach, und dann löst sich der Baum halt so in Luft auf. Wenn wir den Baum seiner Singelbeeren beraubt haben. Na gut, gut zu wissen. So, Pokémon Trainer, was geht? Bist du gerade erst Trainer geworden? Dann sind wir ja beide Anfänger. Ja, mit der Tatsache, dass ich aber cooler bin als du, weil ich einfach Style habe, den du nicht hast. Hugo. Oh Mann. So, und Hugo schickt ein Fifi in den Kampf. Ey, cool. Fifi im Mirror-Match. Das kann ja spannend werden. Oder so. Das Praktische ist, wir haben jetzt mit Wolfion jetzt auch ein Pokémon gegen Flug. Pokémon, gegen die dann halt Green eigentlich schwach gewesen wäre. Aber... Ja, Alter, Donnerzahn ist sowas von OP gerade, ne? Hallo, guckt euch das mal an. Fifi im Mirror, aber unser Wolfion, der regelt das jetzt hier itz, wie vom Feinsten. So, Donnerzahn und dieses Fifi wird er erstmal besiegt. So. Was kommt jetzt allerdings rein? Schwalbini, seht ihr? Ich hab's euch gesagt. Flug-Pokémon, die können wir jetzt locker easy besiegen. Schwalbini schön und gut. Es ist erst auf Level 2. Das heißt, ein Donnerzahn wird ihn sogar overkillen. Also mehr als besiegen. Und das ist doch schon mal echt episch. Und das müsste jetzt Level 7 sein für Wolfion. Oder? Yes! Level 7 für Wolfion. So, wie viel Angriffs-Stats gibt's das? Ja, einen nur. Oh, besser als nichts. Und Wolfion erlernt Sandwirbel. Ja, Sandwirbel. Ja. Auch besser als nichts, ne? Ja, genau. Und wir halten nur 32 Cash von denen. Ist ein bisschen wenig. 32, da hätte ich jetzt ein bisschen mehr erhofft. Na, egal. So, ja. Schade, dass ich dieses eine Pokémon da nicht gefangen habe. Hätte gewusst, was es da gerne gibt. Mein Ziel? Immer gewinnen und zum besten Trainer aller Zeiten werden. Und du wirst mir dabei helfen. Okay, also ich werde mein Bestes geben. Aber mal schauen, ob ich dich wirklich zum besten Trainer überhaupt machen kann. So, sie hat nämlich einen Zickzacks. Hä? Da haben die, glaube ich, nachgeholfen. Denn normalerweise hatte diese Trainerin einen Knilz. Aber jetzt hat sie einen Zickzacks. Da wurde nachgeholfen. Na, warum wohl? War das Knilz etwa zu OP für den ersten Zeitpunkt? Ja, man weiß es nicht. So, ich kassiere jetzt aber einen Tackle und der sollte wehtun. Er tut sogar sehr weh. Das heißt also, ich will nicht, dass Wolfion verreckt. Deswegen wechseln wir auf Green. So, Green. Dich hatten wir jetzt auch in diesem Part noch gar nicht, ne? Ja, doch, am Anfang. Ja, doch. Gegen Wolfion, aber egal. Rotenschlag, ja, hätte ich das gewusst, wäre ich natürlich nicht rausgegangen. Denkst du, ich wäre natürlich rausgegangen, weil wir gar keine AP mehr haben. Und deswegen greifen wir jetzt erstmal straight an mit einem Absorber. Ja, schön Zickzacks leer saugen, so muss das sein, mein Freund. Und ein Heuler gibt es auch noch hinterher. Ein Heuler. Wie gesagt, das macht mir nichts aus, denn du kriegst jetzt auch erstmal noch ein Absorber. Absorber.
Oh Mann, so, 60 Erfahrungspunkte für Green, Level Up für Green und das müsste jetzt auch ein neuer Move sein, oder? Plus 2 Angriff, plus 2 Spezialangriff. Plus 2 Spezialangriff, plus 2 Initiative, so. Richtig gut. Und wir haben einen Ruck zu geben. Okay, kann auch nicht schaden. Priorität ist immer gut und sieht so aus, als hätte ich ja seine Karriere angekurbelt. Das hast du. Das hast nämlich gerade meinem Pokémon Ruckzuck beigebracht. Durch deine Erfahrungspunkte. So, hier gibt es ein Item, das weiß ich. Hier gibt es nämlich einen Trank, den nehmen wir natürlich gerne in Anspruch. Und, gibt es ja keine Pokémon mehr? Das, wäre jetzt... Hey, stopp! 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 Hätte dies Angsthase. Haha, stimmt, wir haben Angsthase. Ja gut, Angsthase, Vivian, verschwinde. Richtig. So. Ach, Maike wieder. Hey! Wie läuft's, Regi? Schleichst du dich auch immer schön an versteckte Pokémon ran und nutzt fleißig dein Pokédex-Navi? Dein Pokédex-Navi reagiert auf Pokémon, die sich in der Nähe aufhalten, wenn du den Suchmodus aktivierst. Das ist wahnsinnig praktisch. Suchmodus, okay. Huch! Was denn? Oh, hey, schau mal da, Ricky. Wo denn? Ach, Papinellas. Süß. Und wo fliegen die hin? Richtung Blütenburg City. Oder was? Hä? Wie heißt diese Pokémon noch gleich? Papinella, oder? Am besten schaue ich nachher nochmal in mein Pokédex-Navi, um sicher zu gehen. Das ist auch schon das Ende von Route 102. Das ging schneller als gedacht. Wenn man Spaß hat, vergeht die Zeit eben wie im Flug. Da, sieh nur! Bis zur Blütenburg City ist es nur noch ein Mauzi-Sprung. Regi, dein Vater, Norman, ist doch der Reinhalter, stimmt's? Ich will ihn unbedingt zum Kampf herausfordern, aber erst, wenn ich ein bisschen stärker bin. Mach's gut, Regi, bis bald. Was war das jetzt gerade für eine Funktion? Ich weiß ja nicht so recht, aber das war ein das war ein Papinella. In der Tat, das war ein Papinella. Okay, Stopp. Irgendwo hier scheint ein Pokémon zu sein. Habt ihr es gehört? Es war Trassler. Wo ist es? Da ist es. Oh mein Gott, es ist ein Trassler. Das ist sehr selten. Das ist sehr selten. Deswegen schleichen wir uns jetzt ran. Oh mein Gott. Oh, es ist ein Trassler. Die sind doch eigentlich ultra selten, oder? Geil, jetzt haben wir einen Trassler bekommen. Also als Encounter, wir haben es ja noch nicht gefangen. Trassler. Kann das was? Ich weiß nicht, ich werfe einfach mal direkt mal. Cool, ein Trassler. Also, ein Trassler wollte ich jetzt eigentlich nicht ins Team nehmen. Aber. Cool. Also fangen wir es auf jeden Fall. Aber ins Team nehmen. Also ins Team kommt es nicht. Aber wir fangen es uns. Weil, ich bin jetzt gerade sehr interessiert. Ob das Ding jetzt auch noch irgendeine besondere Attacke hat. Also wir haben jetzt Heuler gesehen. Und ich glaube, das Ding kann nur Heuler auf Level 3. Vielleicht hat es eine besondere Fähigkeit, wer weiß. Das kann ja sein, aber... Schauen wir mal. So, Pfund sollte nach einem Heuler auf jeden Fall nicht K.O.'n. Längst nicht. Aber ich will das Traster haben. Ich will es nämlich auch noch nach jemandem benennen. Denn, da wurde ich drauf hingewiesen. Ist auch noch weiblich, das heißt, es passt perfekt. So, wie gesagt, ich kann es leider nicht ins Team nehmen. Auch wenn es echt gut wäre, so ein Psycho... Wobei... Nee, ich mach's vom Wesen abhängig. Ganz ehrlich, wenn es jetzt ein mäßiges Wesen hat oder ein frohes Wesen, dann kann ich nicht ablehnen. Ja, aber sonst werde ich es einfach nicht ins Team nehmen. So, wir fangen uns jetzt aber erstmal die Trassler. Sehr schön, das lobe ich mir. Und wie geil ist das denn? Klasse, Trassler wurde gefangen. Okay. Für Trassler wird ein Eintrag im Pokédex angelegt. Ja, ist ja gut. So, was steht denn im Pokédex über dich drin, liebes Trassler? Psycho-Fee-Pokémon. Den Fee-Pokémon gibt's ja erst seit X und Y. Bei den Fee-Typen. Trassler hat die Fähigkeit, die Emotionen von Menschen wahrzunehmen. Wenn sein Trainer gute Laune hat, ist dieses Pokémon ebenfalls hilfreich. So, wie gesagt, das, ich weiß schon, nachdem ich das benennen werde, ein ganz großes Fangirl, was hier Trassler mag, besonders Gardevoir. Seppena! Und ist auch noch weiblich, das heißt, es passt. Und wie gesagt, ich mache es jetzt davon abhängig, was es für ein Wesen hat. Und es hat ein... Er hat ein hartes Wesen. Oh mein Gott! Ja gut, wenn es ein Galagladi geworden wäre, also wenn es männlich wäre, dann wäre es super.
Perfekt sogar. Aber, nee, das jetzt gerade ist nicht wirklich cool. Aber trotzdem, hey, wir haben Trasser. Das ist schon mal echt geil. Und, Leute, ich würde sagen, wir beenden den Partner an der Stelle. Vielen Dank fürs Zugucken. Wenn euch die Episode gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch. Würde mich sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns, ja, demnächst wieder zu einer weiteren Episode Pokémon Alpha Saphir. Bis dahin, haut rein, macht's gut, bleibt schon fruchtig und ciao, euer Regi.